Moin moin, ihr Privat, meine Genossen, ich bin der Russian Wolf, willkommen zurück zu Let's Play Gran Turismo 6. So, es geht's weiter, ja, mein Gott, was ist denn los hier? So, es geht weiter hier in Gran Turismo 6, nach der 2 Wochen Pause und natürlich nach der letzten Folge vor 2 Wochen, wo wir natürlich sehr dezent ausgerastet sind. Wo ich natürlich in der Folge den scheiß Nissan hier nicht gewonnen habe, aber ihr dann trotzdem nochmal gefahren bin, ja. So. Ja, und heute geht es weiter. Und eigentlich wollte ich direkt hier mit den ganzen Meisterschaften weiterfahren. Aber nein, es gibt natürlich neue Saisonsveranstaltungen. Und zu den Saisonsveranstaltungen möchte ich damals sagen. Und zwar werde ich das jetzt so machen, dass ich jetzt hier Driftrennen natürlich mehrere Versuche, Zeitrennen auch. Werde ich auch mehrere Versuche ja machen, aber nicht so wie bei diesen Einzelrennen hier. Da fahre ich das nur einmal in der Folge und die anderen Male oder anderen Versuche nur offscreen. Und damit ich hier bei der Scheiße hier nicht, keine Ahnung, wie viele Folgen dran sitze und natürlich am Ende es nicht schaffe, weil ich 3 Sätze gesagt habe. Aber gut. So, wir fangen dann natürlich mit den Driftrennen hier an. Nehmen wir das hier. Ein Cape Ring. Können wir nur ein speziell getuntes Auto nehmen und da haben wir eigentlich ein paar. Wir können hier unseren Initial D Trainer nehmen. Unseren 86. Und was kriegen wir? Das habe ich noch gar nicht geguckt. Oh, RSC Rally Race Car. Okay, das ist nice. Noch ein paar Farben natürlich. Und auch gut Geld. Und ja, los geht's. Und falls man es noch nicht bemerkt hat, es gibt neue Musik. Und nochmal danke an den Dominik, den Schwabuno, dass er mir ein paar Lieder hier gibt. Das ist sehr nice. Ich habe natürlich auch noch ein paar selber rausgesucht. Aber trotzdem Dankeschön. Und ja, die ganzen Lieder findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Falls ihr wissen wollt, wie die heißen. So. 2800 Punkte überbieten. Das wird eigentlich easy sein, in so unserem 86. Hä? Okay. Ah, ich habe auch auf Automatik. Ah, okay. Ja gut, ne? Ich hab mich gerade gefragt, hä, warum schaltet der jetzt nicht? Apollo 13 bist du geschnappt über? Nein, ich habe noch auf Automatik, ja gut. Das hätte ich ja vielleicht nachgucken sollen, aber 2 Wochen mehr und ich, nach der Einfolge hatte ich gar keinen Bock mehr auf Gran Turismo. So. Yeah. Komm. Easy peasy, lemon squeezy. Nicer, dicer. Alter Scheiße. Gut, haben wir das direkt im ersten Versuch geschafft. Sehr schön. Ja, Rangliste interessiert mich. Kein Stück. Mich interessiert nur, dass wir es hier gewonnen haben. Und unsere 1 Million Credits und unser Auto plus noch die Lackfarben gewonnen haben. So, natürlich gucken wir jetzt noch kurz eben schnell die Wiederholung an, damit wir ein schönes Bild fürs Thumbnail haben. Bisschen Eurobass-Einfüge. Es war zwar nicht der beste Run, aber trotzdem haben wir es ja gewonnen, ne? Das zählt. Boah, ich liebe dieses Auto. Genauso wie die Musik. Ist auch richtig geil. So. Haben wir das erste Saisonsrennen hier. Die erste Saisonsveranstaltung gewonnen. Und so muss das sein, dass man direkt reingeht und das erste Rennen hier gewinnt. Oh. So einen hatte ich den noch als Hot Wheel. Natürlich ist das ein PS2-Port, das sieht man direkt. Aber ich hatte nicht als Rallye-Wagen als Hot Wheel. Ganz normal. Aber man sieht so, als von der Datenfucking PS2-Board ist. So scheiße aufgelöst.
Ja, okay, das ist Gran Turismo, ne? Hat Millionen von Autos, aber keine Ahnung, ein Viertel davon oder so ist detailliert. Trotzdem kann man nie wirklich genug Autos haben. So, nächstes Drift-Rennen. Ein Rennwagen von 1999 oder älter. Und da könnten wir eigentlich wieder unseren Quattro nehmen. Ah, wir nehmen den Quattro. Mit dem sind wir als wir das letzte Mal mit denen gedriftet sind. Also ist das ganz gut gelaufen. Hat zwar wieder mehrere Versuche gedauert, aber trotzdem lief es sehr gut. Haben wir ein paar Allrad-Drifts hinlegen. Hier haben wir natürlich wieder mehrere Sektionen. Vier Stück. 4000 Punkte, okay. Stellen wir den nochmal ein bisschen ein, würde ich sagen. Downforce ist ganz unten. 25. Ich mache das mal ein bisschen. Mal bei 2080. So, auf geht's. Ja, kacke. Ich muss merken, dass es ein Allradauto heißt, nicht so viel gegenlenken. Okay. Das war eigene Dummheit. Mal gucken im dritten Gang, vielleicht läuft das besser. Jawohl, 1600 Punkte. Na, okay, eine Sektion haben wir noch. Okay, die liegt scheiße. Okay, wir haben immer ein Silber, okay. Nächster Versuch. Und natürlich habe ich hier nicht geguckt, was für ein Auto wir kriegen, wenn wir Gold schaffen. Da lassen wir uns halt einfach überraschen. Okay. Ja, der dritte Gang ist der Driftgang. Ja, guck mal, 2000 Punkte direkt in der ersten Kurve. Ja, warum nicht gleich so? Ja. Ich will aufs Gas latschen können. Yeah. Da haben wir Gold. Yeah! Ah, Gran Turismo ist einfach nur geil. Und hoffentlich wird auch Gran Turismo 7 geil. Und vielleicht werde ich mir da eine PS4 kaufen. So, wir haben Gold. Sehr schön. 2,2 Millionen. Nicer, nicer. Ein BMW V12 LMR. Oh, nice. Und zwei Lackfarben. Wo ich nicht weiß, wie die, was das für welche sind, aber egal. So, haben wir noch wieder die Wiederholung angucken und dann schauen wir uns den wunderschönen BMW mal an. So, voll in den Begrenzer jagen. Und das Coole hier ist, die ganzen, hier. Keine Ahnung, wie die heißt, diese Dreckabfang-Scheiße da. Hinter den Rädern. Die bewegen sich. Das ist bei Forza oder so nicht so, ne?
Ja, nice. So, dann geht's raus, holen uns den BMW ab und dann fahren wir noch ein paar Zeit rein. Wir haben gerade mal erst nur 10 Minuten rum. Warum auch immer. Ah, nice. Aber ist auch nur ein PS2-Port, weil das die beiden so hart von meinem Sitz, ey. Weil der so hart von eckig ist. Jesus Christ, okay. Ach, gut. Mann. So, hatte was im Auge. So. Wir haben zwei Zeitrennen. Einmal 630 LP und 450. Nichtrennwagen Superrunde. GT3. Okay, wir fangen mit dem niedrigen hier an. 450 Leistungspunkte. Blablabla. Normale Wagen. Okay. 280.000 und wir kriegen... Oh, wir kriegen den Jag. Das will ich dann auf jeden Fall. Gold dran. Ah, wir haben keine passenden Autos, auch gut. Haben wir kein 450 RP Auto? Was kommt vor? Hart, okay. Was ist denn noch hier? Einfach nur 450, ne? Okay, dann suche ich mein Auto aus, was vielleicht 450 drauf auf 450 runtergehen könnte. In dem Fall, wenn ich der ja, das war leicht auszusuchen, würde ich mal sagen. Den tunen wir natürlich. Fangen wir mit dem geilen Steiger. Federweg natürlich härter machen, ja. So, Radsturz natürlich unseren Standardsturz, den ich natürlich wieder gerade falsch eingestellt habe. So. Den ich mir nie vergesse. Spur bleibt. Ein Getriebe natürlich rein hier. Das wird, 270. Wir fahren hier auf einen fucking Kartkurs. Also sollte es eigentlich lieber etwas kürzer eingestellt sein. Computer, 439, 36, 36, 41, ah, 44, perfekto. Brauche ich den, das Zentraldiff auch noch ein, ein bisschen mehr auf die Hinterachse, boah, verlegen können. Gewichtsreduktion brauchen wir nicht, 1,7 Tonnen, okay, da, wir sind doch ganz bisschen schwer. Aber mal gucken, wie wir uns schlagen werden. Wir haben ja 8-7 Minuten Zeit, bis wir 20 Minuten voll haben. Er muss ja nicht unbedingt mit nur 20 Minuten machen, 25 Minuten sein Maximum. Ah. 36 Sekunden? What? Okay. Ja gut, wir fahren hier auf einer Kartstrecke mit einem Auto. Ein Auto sollte nicht auf einer Kartstrecke fahren, ne? Danke, Spiel, dass du mich mitten bei der Kurvenausfahrt raus durchschickst. Wow, okay. Untersteuern, massiver Untersteuern. Moment, das stimmt doch nicht. Also gut, dass aber nicht stimmt.
Scheiß Traktionskontrolle. Okay, wir driften auch gut. Ich hätte doch lieber 50-50 machen sollen. Anstatt mehr auf die Hinterachse. Okay, das wird jetzt was, ey. Rum. Wow, geile Runde. Okay. Das ist schon wieder so eine Scheiße, wo ich denke, das ist eigentlich einfach. Nein, das ist nicht einfach, weil du natürlich auf den schlechtesten Reifen fährst und dein Auto dann nur Wheelspin hat. Jetzt sollten wir doch ein anderes Auto nehmen. Ich stelle es doch mal lieber 50-50 ein. Probieren es doch mal hier zwei Runden. Wenn das nicht funktioniert, nehmen wir ein anderes Auto. Und wenn es dann nicht funktioniert, mache ich das offscreen. Ja, jetzt haben wir null Respinning B. Untersteuern. Wir sind jetzt voll am Untersteuern. Okay. Sind wir so schneller als beim Driften. Auf jeden Fall schneller, aber nicht schnell genug. Ach du... Okay, anderes Auto. Anderes Auto, sonst funktioniert das hier nicht. Dann können wir ewig lange dran sitzen. Aber ich will auf jeden Fall den Jack. Ein Auto kann ich hier nicht wechseln. Probieren wir es noch einmal, aber diesmal setzen wir ein bisschen mehr auf die aufs Heck doch lieber. Vielleicht geht es ja jetzt. Sollten wir vielleicht nicht so hart untersteuern und also nicht so viel übersteuern. Denke ich mal. Also immer noch untersteuern. Sau.
aber auch am Übersteuern, das ist okay. Ja, vielleicht liegt es nicht, wie ich die Power verteile, sondern am Getriebe. Ja, Getriebeübersetzung. Wieder schneller, aber nicht schnell genug. Mal gucken. Getriebe. Probieren wir es mal so. Eine Sekunde muss ich rausholen. Okay, eine Sekunde und eine Millisekunde. Oder 1,1, oh Gott. AMK. Okay, das wird nix. Das wird nix. Sein Scheiße, leider. Okay, es war das falsche Auto, ist wahrscheinlich. Weil ich einen 1,7 Tonnen Allradler genommen habe. Ich denke, ein leichtes Auto nehmen, so ein, was Heckantrieb hat. Ich kann ja mal gucken, was wir vielleicht nehmen könnten. Oder hätte anders ein anderes Auto hätten nehmen könnten. Ne? Ein Frontantrieb hätte ich nehmen können. Oder nehmen sollen. Oder dem MX-5. Nicht nach dem meisten Gewicht, nach dem wenigsten Gewicht dividiert. Expo. Du. Letzter Versuch jetzt mit dem Ding. Ein Frontantrieb sollte, glaube ich, doch schneller sein als ein Allradler. Von einer 1,7 Tonne Allradler. Ich meine, wir wiegen nur etwas über einer Tonne. Haben nur Frontantrieb. Und VTEC.
Ich denke mal, jetzt stehen die Chancen besser. Also gucke ich nochmal in den Einstellungen, was wir vielleicht dort noch verbessern könnten. Oder sollten. Okay, wir liegen untereinander, ne? Das Getränk, wir sollten wir vielleicht doch ein bisschen kürzer machen. Boah. Antrieb können wir nicht viel machen. Okay, los. Auf geht's. Drei Versuche noch. Wenn das irgendwo funktioniert, dann funktioniert der Test halt jetzt nicht. Wir sollten auf jeden Fall schneller sein. Ah gut, jetzt werden es die Mates angezeigt, auch gut. Um. AMK, Mann! Scheiß Traktionskontrolle, warum ist die so scheiße schwul in dem Game? Lass mich raten, ich hab die nicht mal an jetzt. Doch, auf 1, ja geil. Ja, muss ich die Kurven im zweiten oder im ersten fahren? Boom. Der Lauf wird sogar noch schlechter, ey. Ich verstehe es nicht. Ich werde jetzt auch da nicht länger dran rumsitzen. Warum ich wieder so scheiße langsam bin? Oder muss ich doch mit dem Kart fahren? Na gut. Alles klar, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Gran Turismo 6. Das wird Daniel.